Seid mir gegrüßt. Natürlich ist das Mikrofon mal wieder ausgefallen, obwohl da steht hier der Montségur, wo ich hingekommen war. Obwohl da stand, Audio wird aufgenommen. Hoch oben auf des Berges Kuppe. Ja, hier ist das Camp de Crémant, also das heißt das Feld, wo die 240 Menschen wohl im Jahre 1244 verbrannt worden sind, die Katharer. Ende des sogenannten Kreuzzuges gegen die Albigenser. Eine Katastrophe sondergleichen, ein Mord, ein Massenmord. Sehr erschütternd. Nur ganz im Schnelldurchlauf hier das Land der Katharer. Ein typisches Kinoplakat, jetzt hier für ein Spektakel vorgeworben wird, in der Ferne, so wie bei Herr der Ringe. Eine Burg, mystisch aufragend. Davor die Gestalten, das menschliche Melodram. So werden uns solche Plakate immer präsentiert und wir verwechseln das gerne mit der Wirklichkeit. Es spricht zumindest unser Gefühl für Sagenhaftes eben an und da tauchen wir ein und müssen aber, würde ich eben raten, aufpassen, dass wir dann, wie die Gestalten gewandet sind, was sie tun, wie die Ritter aussehen, wie sie handeln und so weiter, dass wir das nicht mit der Wirklichkeit verwechseln. Ja, eine Stele habe ich noch gefunden, an der fand ich interessant, dass diese gerade mal im Jahre 1960, das ist eine 9 für mich, ich habe genau geschaut, dahingestellt worden ist und 60 Jahre später ist die Inschrift kaum noch zu lesen. Also derartig verwittert das in kurzer Zeit. Deshalb bin ich eben halt misstrauisch, wenn dann irgendwo eine römische Ruine dasteht und da steht noch perfekt zu lesen, gebaut im Jahre so und so. Und da geht es den Berg hinauf. Wir befinden uns jetzt im Innenhof, der nach der Zerstörung der ursprünglichen Anlage, das scheint noch der Stumpf zu sein, des ehemaligen Donjons, also im Grunde war es nur ein Turm, der oben stand, dann irgendwelche geartete Behausungen, das wurde also alles nachträglich gebaut. Wann genau steht nicht da, was mir als allererstes auffällt, sind diese Steine. Was war das hier für ein Ort? Des Weiteren auffiel, wenn man sich überlegt, wo sind wir hier, ne? Das ist diese Höhle. Ja, und der Blick, der hat schon was. Ja, ich werde mir gleich mal einen Ort suchen, wo ich euch ein bisschen was erzählen kann. Schauen wir noch ein bisschen rum. Ich finde es interessant, dass man nur weil wegen 250 Leuten, die hier oben oder 400 oder so, was ich schon für viel halte auf dem kleinen Hügel, dass man deswegen, so wie es ja gewesen scheint, einen ganzen Kreuzzug letztlich aufbieten muss. Das Heer noch in die entlegensten Ecken, hochgelegenen Ecken hier schicken muss, unbedingt um das hier auszuräuchern. Ich finde das beim Versuch, die Menschen, also uns selbst letztlich, im weitesten Sinne von früher zu verstehen, muss ich sagen, das gelingt ganz schwer. Wie waren die drauf, ne? Warum? Warum war das nötig? Lass sie doch hier oben ihren Gott anbeten auf ihre Art. Was lohnt die Mühe? Weshalb ist es so wichtig? Und weshalb ist es so wichtig, dann gleich hinterher an diesen Ort zu gehen und das neu zu befestigen? Ne? Ich habe mehrfach gesagt, Le Fort sind spirituelle Orte. Verleiht es vielleicht Macht, wenn man an solchen Orten, so wie die heilige Lanze des Longinus, die Adolf Hitler ersuchte,
Ist das vielleicht so, dass man Macht gewinnt, wenn man hier wie der Hund seine Marke setzt, ne, sein Banner hinpflanzt? Ist das so vielleicht? Ist das der Grund, warum man unbedingt dann in den Besitz so eines Bergfriedes kommen muss? Und dass es alle Mühe wert ist? Liegen einem die Menschen dann im wahrsten Sinne des Wortes, so wie die Landschaft hier, zu Füßen? Unterstehen sie dem eigenen spirituellen Einfluss, wenn hier oben die eigene Fahne weht? Könnte das vielleicht sein? Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen. Die tun doch niemandem was, lass die doch machen. Ja, vielleicht kann ich mal hier irgendwo mich etablieren. Da drüben ist noch die Höhle. Also, von hier aus sieht das aus wie ein großer Höhleneingang. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist endlich warm. Hier ist Thomas Christian in Südfrankreich. Südfrankreich am Mont Ségur. Und ich werde einfach das mal unkompliziert machen, immer mal den Ausschnitt wechseln. Ich komme ja gerade aus Spanien. Das letzte Video war die Zusammenfassung der Tour durch Frankreich, runter über Portugal, durch den ganzen Süden Spaniens, wieder hoch in die Pyrenäen. Und war einen Bildersabschluss des Mottos, die Welt soll wieder magisch werden. Heute Morgen gerade dachte ich mir, das nächste könnte sein, jetzt könnte sie mal sagenhaft werden. Richtig sagenhaft. Mal gucken, vielleicht ist es ein Motto. Denn wir betreten aus dem Bereich der Mythe des lang Vergangenen, auch wenn wir Spuren noch finden, den Bereich der Sage, eben mit der Parsifal-Sage zum Beispiel. Oder auch letztlich alles, was wir hier haben. Es mag nur nach dem Kalender rund 800 Jahre her sein. Aber es ist ja sagenhaft in der Doppelbedeutung. Was sich hier abgespielt hat, man weiß es im Grunde nicht genau. Es gibt Zeugnisse, weltliche Zeugnisse, Urkunden, aus denen man dann einiges lesen kann, auf verschiedenste Art und Weise. Dann gibt es Aussagen Rudolf Steiners dazu, so des Hellsehers. Ich gehe mit euch einfach mal ein bisschen rum. Lustwandle ein wenig. Ja, ich möchte euch heute, ich habe Verschiedenstes, ich möchte euch Privates erzählen, das aber mit der Tour zu tun hat, und möchte euch was über die Bedeutung dieser Lande zumindest schon veranlagen. Ich mache das ja alles immer aus einem Stegreif mit Gedanken vorneweg, aber ohne Skript. Schauen wir mal hier ein bisschen rum. Und möchte gerne, und ich habe wirklich mit mir gerungen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, wann, was genau ich sage, aber ich möchte euch gerne etwas über die Probleme erzählen, die mit diesem Ahriman zu tun haben, die auf uns zukommen, oder besser gesagt, wo wir schon mittendrin sind und die mit ein Hauptgrund waren, überhaupt hier auf diese Tour zu gehen. Schaut mal, hier ist... Hier fühlt es sich friedlich an, hier ist gut. Also veranlagen möchte ich die, was ja bisher nur so eine Skizze in meinem Geiste war, weil Parsifal, Katharer, Templer, das alles spielte sich ja so im Süden Frankreichs ab, im ehemaligen Okzitanien rüber, eben auch auf die, also in den Pyrenäen, auch bis rüber auf die spanische Seite, also vielleicht auch spanisch-französisch der Pyrenäen, rüber nach Bilbao, im weitesten Sinne in Richtung dann Santiago de Compostela, also nördlich des heutigen Jakobsweges. Vielleicht kann ich da mal mich auf dem Stein hier niederlassen. Möchte aber beginnen mit der Schilderung der letzten, nein, möchte beginnen mit, ah ja, ja, hier ist gut, beginnen mit meinem eigenen Bezug zu diesem Ort. Es ist heute auch wiederum
wann war das so? 1993, also 29 Jahre ist es her. Da habe ich bereits schon mal einen Ausflug gemacht, damals mit dem Motorrad, das war toll. Eine Kawasaki Z650, Metallic Blau, bin ich damals von Kassel, Loheland, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich mir zack auf die Maschine geschwungen und bin dann eben den ganzen Weg runtergefahren nach Frankreich. Ich habe gar nicht gemerkt, wie weit das ist. Und dort hatte ich dann als Anlaufstelle, da waren Freunde von mir, Manfred und Flori, seine Freundin, die auch später geheiratet haben und so. Wir haben schon sehr lange Kontakt verloren. Aber damals war das eine sehr innige Begegnung. Sie waren eigentlich nur indirekt, die waren nicht die, also er war der Bruder eines, ist ja auch egal, ne? So war so eher indirekt, aber wir haben uns, als die in Toulouse, haben die da über der Markthalle da irgendwie so eine kleine Wohnung beziehen können. Die waren da irgendwie, vielleicht auch da irgendwie, vielleicht mal 3-4 Monate, irgendwie wegen einem Praktikum oder so, ich weiß nicht mehr genau. Und da war drunter oder schräg drunter war die Markthalle. Das war also irgendwie gleich ein ganz tolles Lebensgefühl mit den beiden. Und die waren, obwohl wir uns eben jetzt nicht so nahe standen oder so lange intensiv kannten, aber es war sofort eine Verbindung da. Und die sind, die haben sich damals gerade mit den Tempelrittern beschäftigt und das kannte ich noch alles gar nicht. Ja, eigentlich schon erstaunlich, ne? Da war ich schon über 30 und kannte das alles gar nicht. Und auf jeden Fall, ich rechne gerade nur nach, ja, war ich über 30 schon? Nee, oder kurz vor der 30. Und das hat mich auf jeden Fall sofort elektrisiert. Das war total spannend. Es hat sofort eingeschlagen wie eine Bombe. Und das ist auch der Hauptgrund. Und das wird auch ein Strang dessen sein, worum es mir geht auf der Gralstour, was ich euch gerne näher bringen möchte. Also in diesem Sinne, dass dieser Grundton, das ist was, also es war für mich klar, ich habe damals in dieser Zeit gelebt. Oder besser gesagt war es so, dass ich die Äußerung Rudolf Steiners, dass viele, also da die Rhythmen der normalen Inkarnation, da gibt es auch Ausnahmen und vieles ist auch heute durcheinander gekommen, dass diese ungefähr 800 Jahre betragen. Also sprich, dass in der Jetztzeit viele inkarniert sind, wieder hier, vielleicht auch in diesen Landen inkarniert sind, die damals als Tempelritter oder im Umfeld der Tempelritter, es waren ja an der Gestaltung der europäischen Zivilisation, auch eben verschiedenste Strömungen beteiligt, also auch die Zisterzienser ganz maßgeblich, Benediktinerorden, andere Ritterorden weiter im Norden und natürlich flossen da diese Strömungen ein, wie die der Katharer, Albigenser und so weiter. Also ein christlicher Impuls, der irgendwie das, also Minne, also der ganze Minne-Kultus, möchte ich sagen, die ganze Minne-Strömung, die dann das spätere Rittertum geformt, oder da hat sich eine bestimmte Art von Rittertum geformt, die sehr viel mit dem Verhältnis von Mann und Frau heute zu tun hat. Also nur um so ein bisschen mal ein Bild zu zeichnen. Das alles hat sich so, dieses Drama, dieser Teil des Theaterstückes hat sich hier abgespielt und mir war sofort klar, also ich habe das für mich so formuliert, da habe ich auch gelebt. Mir war das gar nicht so wichtig, ob ich da wirklich gelebt habe. Wichtig war mir, weil ich bin jetzt nicht der Hellseher, aber wichtig war mir, das ist etwas, woran ich anknüpfen möchte, anknüpfen kann. Das heißt, schon mal, also dass mir klar war, diese, ich schau mal, ob mein Rucksack noch sicher ist. Ja, dass mir klar war, das passt mit dem zusammen, was ich heute in mir spüre an Gestaltungswillen. Also ich würde für mich sagen, ich war damals schon da und heute bin ich zurückgekommen, um die Mission von damals fortzusetzen. Und ich glaube, das trifft auf ganz viele zu von uns. Und deshalb überlegt mal, was für ein Zufall das war, dass ich das überhaupt erfahren habe, dass ich überhaupt von den Templern erfahren habe. Und dann natürlich hier die ganzen Burgen, damals auch schon in Montségur und so besucht habe. Ich war aber nicht hier oben, wir haben es damals nicht gefunden. Es war ganz eigenartig. Da gab es noch kein GPS. Ja, das war das eine. Also ich war schon mal hier, der Tempelimpuls, der mich in diese Lande geführt hat. Über den Tempelimpuls und so weiter werden wir noch reden, weiter nördlich auch. Das Christentum oder eine Form des Christentums, die von den Katharern, den sogenannten Katharern eben gepflegt worden ist, werde ich auch heute nicht darüber sprechen. Es soll hier nur veranlagt werden. Und
Bevor ich zu diesem Ahriman komme, ich habe ja die ganze Reise bisher unternommen mit dem Magischwerden, euch zurückgeführt in diese Orte, weil ich der Meinung bin, dass wir ohne innerliche Unterfütterung, ohne dass so richtig Saft in der Seele, Saft und Kraft wie in so einem, wirklich Kraft wie in so einer Landschaft, so wie die französische Landschaft, überraschend grün ist im Vergleich zur anderen Seite der Pyrenäen. Es war wirklich, ja, hier ist, da drüben ist alles tot und verdorrt und hier lebt es eben noch. Und so ähnlich muss es in der Seele leben, durch Bilder, durch Märchen, durch Sagen, mit denen man gefüttert worden ist. Die können hinuntersinken auf den Grund der Seele und finden dort einen Nährboden, auf dem dann Gedanken wurzeln können. Gedanken, die auch eben schwer sind, die bedrängend sind, scharf sind, die einem auch die Seele zerschneiden können, die müssen entsprechend, da brauchen wir ein bisschen Speck auf den Seelenrippen sozusagen, so ein bisschen, um durchhalten zu können. Und deshalb bin ich auch darunter gefahren, dass das Ganze eingehüllt ist in ein Bewusstsein um die Jahrtausende, in denen wir eben auch schon da waren und in denen wir die unmöglichsten Dinge getan haben, wie in den nordischen Einweihungsmysterien. Ich habe das gemacht, aber trotzdem kommt irgendwann der Punkt der Wahrheit, wo ich das Thema ansprechen muss. Und ich bin rübergekommen über die Pyrenäen und habe dann, dort war sogar ein Mensch, den ich besuchen konnte. Das merkte aber, dass ich da, ja, jetzt nicht nach Geselligkeit war, zumal ja ich mir ganz spezielle Begegnungen wünsche, über die ich nach und nach reden werde, auch nicht jetzt, weil man dann zu sehr denkt, ja, Thomas, es sei doch nicht so, jetzt sei doch nicht so etepetete und sei doch froh, dass da auf jemand auf dich zugeht, darum geht es überhaupt nicht. Aber das war auch schon wie so, ich habe mich dann regelrecht auf den Campingplatz geflüchtet und verkrochen. Ich hatte auch jetzt auch da auch zu tun, hatte auch Aufgaben, jede Menge und hoffte mal wieder zu schlafen. Eine Nacht gelang es ganz gut, gestern Nacht lag ich wieder sehr lange wach, einfach zu viele Gedanken. Irgendwie, keine Ahnung, der Schlaf flieht mir, ich weiß nicht warum, ich bin sonst einer, der legt sich hin, schläft ein und wacht erfrischt wieder auf nach 7 Stunden. Und hier quäle ich mich, ich weiß nicht warum. Aber das hat bestimmt auch zu tun mit dem, was zu sagen ist und mit der ganzen Tour, mit der ganzen Aufgabe. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, es hat mich regelrecht Angst überkommen, ein nicht mehr weiter wollen. Und wartet mal. Gegen ein bisschen Bequemlichkeit ist doch nichts einzuwenden. Natürlich ist das überhaupt keine Option, nicht weiterzugehen, klar. Aber trotzdem ist das, als ob da so eine Mauer, so eine Betonmauer vor mir war und auch irgendwie alle Freude ist aus meiner Seele gewichen. Und es hat auch sehr viel mit Ahriman zu tun, bin ich sicher. Mit jenen Kräften, mit denen wir das eben heute zu tun haben. Und das, da will durchgebrochen werden. Und das habe ich dann irgendwie auch getan, habe mich heute überwunden. Und es hat auch die ganze Zeit, war kalt. Man muss sich vorstellen, wirklich in Südfrankreich, jetzt ist die Sonne da. Aber vorher alles dicht und auch auf das Thema Chemtrails werde ich bestimmt zeitnah eingehen, weil es ganz wichtig ist, sich dem zu stellen. Es war kalt und heute Nacht hat es geregnet die ganze Zeit, auch die Tage immer wieder, auch heute Nacht, also wie aus Eimern geschüttet. Und heute, dann habe ich mir die bleierne Decke abgeworfen und habe wieder angespannt, bin auf die Straße, bin und war gar nicht weit gekommen. Und dann plötzlich stand da eine junge Frau, auch noch sehr, also, ja, sehr, sehr hübsch, also eine ganz besondere Erscheinung, und hat da getrennt. Das habe ich seit Urzeit nicht mehr erlebt. Das hat mich sofort mit meiner Jugend, mit meiner eigenen Jugendzeit verbunden, gefühlt mit meiner eigenen Welt. Denn die Welt ist sehr anders geworden, seit ich aufgewachsen bin. Also Abitur 1980, könnt ihr das, 86, könnt ihr euch selber ausrechnen, Anfang der 90er. Bis Anfang bis Mitte der 90er waren so die prägenden Jahre. Und plötzlich steht da wieder jemand, das war wie ein Zeichen des Himmels. Und ich glaube auch, dass sie wirklich ein Engel war, die mich da abgeholt hat und mir Mut gemacht hat und ist da auch eingestiegen. Und ich habe da im Beifahrersitz, wo bisher immer nur die Kühlbox stand, habe ich dann eben nach hinten getan. Und also das war so eine Labsal, einen Menschen zu haben, noch so einen so schönen, einen, ja, so einfach so einen wunderhübschen Frauenmensch noch dazu. Sie ist dann wieder ausgestiegen in den Foyer. Wir werden uns dann wahrscheinlich nie wiedersehen in diesem Leben. Aber trotzdem war da wirklich ein Sonnenstrahl. Und ich erzähle euch das eben, weil es nicht nur mein persönliches Erleben ist.
Und im Hintergrund, geht gleich zu Ahriman, im Hintergrund ist da gerade auch eine, was in diesen 3 Tagen auch in mir schwelte, ist da eine im Privaten, ich deute das nur ganz allgemein an, kommt es da zu einem Missverständnis, und die Überraschung, dass es nicht zu lösen ist, dass es da wie sich auch einbetoniert, das hat mich wirklich beschäftigt gemacht, beschäftigt mich immer, Missverständnisse zwischen Menschen. Und bei allem Üben und Verständnis und so weiter, und deshalb habe ich nochmal mehr den Impuls gehabt, jetzt über Ahriman zu reden, weil ich glaube, dass sich an den unmöglichsten Stellen etwas zeigt. Ich habe keinen Vortrag mitgenommen, mein Rucksack liegt da vorne mit dem Laptop, ist aber jetzt alles egal, muss ich das jetzt hier nicht vorlesen, ich sage es mit meinen eigenen Worten, ich habe das Thema ja weitlich durch. So wie wir haben auf der spanischen Seite, haben wir betrachtet, also natürlich gibt es geistige Wesenheiten, das wissen wir schon alleine dadurch, dass wir selber welche sind, dass wir, wie wir das betrachtet haben, dass wir eben überhaupt erst irdisch geworden sind. Vorher waren wir nämlich im Verbunde mit all den Wesenheiten, siehe eben die Akasha-Chronik, die ich vorgelesen habe, auf Hörenswert. Wer es nicht gehört hat, eben kann ich dann auch nicht mehr helfen. Also hier nochmal eines der letzten Male der Appell, bitte nehmt euch die Zeit, hört hinein, also hört es nicht nur hinein, sondern hört es euch an, taucht ein in diese Welt der Märchen, in die Erzählung der Akasha-Chronik. Und natürlich waren wir einmal so, bevor wir irdisch geworden sind, wie es neulich eben erst gesagt worden ist, bevor wir mit der Erde verwandt wurden, vorher waren wir natürlich eben auf einer Ebene mit den Engeln und da haben wir die gesehen und mit denen verkehrt und so weiter, dafür haben wir die irdische Welt nicht gesehen. Und wer also wirklich eintaucht in diese Sphäre von Akasha-Chronik und so weiter, welche Herrschaft wir hatten über unsere Körper, für den ist klar, dass wir natürlich nicht unsere Körper sind, sondern dass wir eben machtvolle geistige Wesen, Engelwesen sind, die über diesen Körper zumindest in einem gewissen Zeitpunkt, bevor wir ganz irdisch wurden, eben noch eine gewisse Macht hatten. Und insofern ist es dann auch für jemanden, der da durch ist und der mit Tischlein deck dich vertraut ist und mit den Luftgeistern, mit denen da gesprochen wird und so, ist es natürlich klar, dass es eben geistige Wesenheiten gibt und eben auch Saurons. Und es gibt eben, den Lichtengel haben wir betrachtet, dass die ganze Urweisheit eben von einem Engel und seinen Scharen, die man eben den Lichtbringer nennt, den Luzifer, dass die eben halt gestiftet worden sind in der letzten großen Welle 3000 vor Christus mit diesem gelben Kaiser. Habe ich in den letzten 2, 3 Videos alles erzählt. Bitte anschauen, wenn nicht bekannt. Und das Überraschende war dann eben, denke ich mal, ist überraschend, habe ich dann eben halt bei San Esteban de Litera erzählt, an meinem Geburtstag, dass die ganze Urweisheit, die wir heute so gerne dann nochmal aus den Veden gerne rauskramen möchten, dass diese ganze Urweisheit eben geschenkt worden ist, eben vom Teufel höchstpersönlich. Denn Teufel wird Luzifer genannt im Rahmen des heute der katholischen Kirche und der Auffassung der Welt, die man dort eben vertritt. Und die andere Seite des Teufels, und da gehen wir bestimmt nochmal genauer ein, habe es aber auch schon beschrieben auf meinem Blog Wissensperlen, wer also vorgreifen möchte, bitte gerne hin, einfach das Böse mal suchen, hat auch mit den Katharern zu tun, bla bla bla, dass es eben halt einen Gegenspieler gibt zu dem Lichtbringer, zu diesem mit seinen Kräften, der die Urweisheit gebracht hat, gibt es jetzt eine neue Wesenheit, von dem in der Zukunft die Weisheit zu entwenden sein wird. Also wir haben, wir sind schon mittendrin in der Konfrontation eben mit Ahriman, dem Satan, dem Herrn der Lüge, dem widerrechtlichen Fürsten dieser Welt, also zumindest heute widerrechtlich. Und er spielt aber eine Rolle, wir können ihn genauso wenig vermeiden wie Luzifer. Und es gilt eben darum, das Gleiche zu machen, wie es die alten Eingeweihten gemacht haben, nämlich zwar bei ihm in die Lehre zu gehen, aber nicht sich von ihm versklaven zu lassen. Und Rudolf Steiner ist der Einzige, der überhaupt auf dieses trinitarische Weltbild in dieser Form hingewiesen hat, der auf den Irrtum hingewiesen hat, der mit dieser Abschaffung des Geistes, den die Kirche 869 oder wann es war, ja beschlossen hat, seitdem ist eben die Dreifaltigkeit, Körper, Seele und Geist, der Geist wurde ausgemerzt, seitdem ist der Geist nur noch ein Anhängsel der Seele,
Damals wurde ein dualistisches Weltbild eingeführt, das nicht mehr zeitgemäß war. Und deshalb ist heute noch so, für die allermeisten Menschen ist es so, dass wir eben einen Kampf, dass die Lichtkräfte einen Kampf gegen die Dunkelkräfte zu kämpfen hätten. In Wirklichkeit gilt es aber eben mit dem Christus zusammen, die Waage zu halten zwischen Licht und Dunkel. Wir werden uns, wie gesagt, ich mache das alles jetzt auswendig, ohne Notizen, vorsichtig tastend, was hier heute gesagt werden will. Ahriman ist eine Weltenkraft, dem verdanken wir unsere Knochen zum Beispiel. Er ist derjenige, der dieser Welt die Möglichkeit gibt, der Schwerkraft, des Beschwerenden, des Zusammenziehenden. Alles Auflösende kommt von dem Lichtbringer. Das ist ein Teil ihrer Aufgaben und ihrer Fähigkeiten. Heute geht es darum, dass die Menschen sich eine neue Weisheit erwerben, eine Weisheit, die sie ganz selbst erwerben, auf sich gestützt, auf ihre Knochen gestützt. Und da ist eben der neue Lehrer Ahriman und seine Scharen. Hat mit Maschinen zu tun, das ist wichtig, dass wir durch die Zeit durchgehen. Und dieser Ahriman verkörpert sich, so hat es Rudolf Steiner gesagt, nach einem kosmischen Gesetz, heute in 8 Jahren. Nee, er hat sich schon verkörpert, das heißt, er ist schon da, aber tritt dann eben mit 30 Jahren, genau wie Christus oder Christus Jesus, in Erscheinung. Das ist der Plot. Den kann man glauben, kann man nicht glauben, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, was Rudolf Steiner, und ich werde wohl diese Vorträge einfach mal einlesen, nehme ich mal an, mal schauen, oder in Auszügen und sie besprechen, dass sein Wirken, das, was er bringt, aber auch seine für uns schädlichen Absichten, heute schon mannigfach erkennbar sind. Rudolf Steiner hat gesprochen vor über 100 Jahren. Und Ahriman möchte alles konservieren. Er möchte alles auf immer erstarren lassen. Und dazu, das finden wir wieder zum Beispiel im universitären Wissen, dass dort eben in den Konserven, wie Rudolf Steiner sich ausdrückte, dass dort eben steht, wie es angeblich ist. Also wir denken nicht mehr selber nach, sondern gehen hin und zitieren den, der gesagt hat, dass der gesagt hat, der gesagt hat, dass der gesagt hat, der gesagt hat. Und so ist es. Und überhaupt sagt dann die Wissenschaftsgemeinde, da gibt es dann eben halt auch noch den Zensoren, oberste Zensoren, die sagen eben, wie es ist. Und deshalb braucht der einzelne Mensch eben sein eigenes Denkvermögen, kann er gleich ausschalten. Es ist sehr viel wichtiger, dass man auf das hört, was die Oberen sagen. Also was mit diesem kleinen Wort Obrigkeitsgläubigkeit daherkommt, ist in Wirklichkeit ein massives Problem. Es ist eine Prüfung der Menschheit, die dazu führen kann, dass, und jetzt bitte aufmerken, die Menschheitsentwicklung nicht mehr weitergeht. Da, wo die meisten Menschen heute dann irgendwie sagen, ja, das wird schon werden, oder jedes Volk sucht sich die Regierung, die es verdient hat, und das ist ja alles nur die Matrix, und wir brauchen nur beten und so weiter, dann wird sich das alles schon auflösen. Das ist in meinem Dafürhalten, im Sinne der Gralstour, ist das eine der allergrößten Lügen Ahrimans überhaupt. Wer glaubt, dass heute nichts zu tun wäre, wer sich beruhigt mit, wir brauchen ja keinen Alarm zu machen, ist gar kein Grund für Alarmstimmung, dem würde ich vehement widersprechen. Es ist wichtig zu widersprechen, weil wir haben heute einen neuen Kampf wie Odysseus mit der Hydra zu bestehen. Und dieser Kampf erfordert all unsere Kraft, unsere Wachheit, unseren Einsatz, unseren Mut, unseren Glauben. Und wogegen zu kämpfen ist, was es zu gewinnen und zu erringen gilt, das werde ich nach und nach erzählen. Aber das Wichtigste ist, dass Ahriman auftreten wird und dem Menschen das schenken wird, was es heute eigentlich unter vielen Mühen zu erringen gilt. Und das ist Hellsichtigkeit. Das heißt, wir haben die alte Hellsichtigkeit verloren, um, abgenabelt von unseren Göttereltern, uns ganz auf die eigenen Beine zu stellen und nur noch dem zu vertrauen, was unsere Sinne uns zeigen. Das erstmal wie so ein Reduziertwerden auf das Minimalste. Das war so der Vorgang, der uns in die heutige Zeit geführt hat. Natürlich sehen wir jetzt nicht mehr sehr viel. Also im Grunde ist zu 99,99999% ist uns alles verborgen.
Wir merken ja auch schon, dass wir Ultraschall, Infraschall und Infrarot, die ganzen Farben, die ganzen Spektren, dass unsere Sinne sehr eingeschränkt sind. Das wissen wir aber. Dadurch, wir haben durch unser Denkvermögen, unsere Logik, haben wir die Möglichkeit, jetzt ein gesundes Urteil zu fällen, indem wir sorgfältig wahrnehmen und dann eben prüfen, ist das Urteil, das ich jetzt daraus fälle, stimmt das überhaupt erstmal zusammen mit dem, was ich wahrnehme? Das sind ganz wichtige Dinge. Und wir sind also reduziert worden, um jetzt aus eigener, immer wieder zu überprüfender und zu pflegender Urteilskraft heraus, jetzt Schritt für Schritt wieder in die geistige Welt hineinzugehen. Unser Denkvermögen zu schulen, unsere Seele erstmal in Stärke zu schulen und so weiter. Das ist ein wichtiger Weg. Es ist großartig, dass wir hier sind, dass wir jetzt wieder aus eigener Kraft in die Welt, also in die geistige Welt gehen können. Wir sind ganz am Anfang. Aber dass wir dahin gekommen sind, ist ein unglaublicher Gewinn. Und jetzt gleich am Anfang sozusagen oder fast am Anfang bietet sich uns der Widersacher und sagt, okay, jetzt werde ich Ihnen mal gleich einen riesen Stolperstein in den Weg stellen, der aber unser Verderben werden kann. Denn er kommt und sagt, Leute, ihr braucht gar nicht arbeiten, ihr müsst keine Denkübungen machen, all die ganzen Nebenübungen, auf die ich auch noch eingehen werde, die wir idealerweise zusammen machen. Sie sind bekannt, das ist mir richtig, aber ich bin sicher, die wenigsten, die jetzt diese Videos schauen, haben diese Übung je gemacht oder machen sie gerade. Bin ich relativ sicher, aber ist auch egal. Wir werden sie zusammen machen. Diese Übungen oder andere Übungen, wo wir zum Beispiel in Rage geraten, dass da jetzt irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker vor uns ist, oder wir sind im anderen Lager, dann sagen wir, das ist so ein Schlafschaf. Was sich da alles in unsere Seele drängt, damit umgehen zu lernen, das sind alles Übungen. Schritt für Schritt, und sie sind wichtig. Und Ahriman, diese Kraft, diese kosmische Kraft, will uns das alles abnehmen, das wird er uns anbieten und er wird uns die Hellsichtigkeit schenken. Allerdings, so führt Rudolf Steiner insbesondere in einem Vortrag aus, wird er jedem Menschen seine Hellsichtigkeit schenken. Das heißt, jeder lebt dann tatsächlich in seiner eigenen Welt, dazu komme ich gleich, aber er kann hell sehen. Es ist also eine falsche Hellsichtigkeit, aber sie fühlt sich gut an, hat auch mit den ganzen Smartphones zu tun, eben meine Welt, hat auch mit meinen Überzeugungen zu tun, aber eben hellsichtig. Die Menschen werden in die Zukunft sehen können, sie werden heilen können, werden die dollsten Sachen, das beginnt schon. Das beginnt tatsächlich schon, das kann man wahrnehmen, wenn man es weiß. Und er wird eine Geheimschule begründen, sagt er, wo er den Menschen die dollsten Sachen lernen wird. Und ich bin sicher, diese Geheimschule ist unter den verschiedensten Namen auch schon gegründet worden. Wo Menschen Sachen lernen, wo sie Dinge bewegen können, Objekte verbiegen und so weiter. Aber wenn man dann hinschaut, hat dieser Mensch Übungen gemacht? Ist dieser Mensch in der Lage, seine Wahrnehmung zu überprüfen? Was hat jemand gesagt und was habe ich verstanden? Solche ganz kleinen Hausaufgaben. Dann wird man feststellen, dass dieser Mensch diese Übung nie gemacht hat, vernachlässigt hat oder sie auf jeden Fall jetzt vernachlässigt. Also diese unscheinbaren Hausaufgaben werden vernachlässigt, dafür kommt aber jemand an und bietet uns dann auch sowas an wie Medbetten zum Beispiel. Medbetten, du brauchst dich nur reinlegen und alle deine Krankheiten sind sofort geheilt. Wenn das ist eine der Versuchungen. Du musst nichts machen, du musst dich nicht gesund ernähren und so weiter, du musst nur meiner Technik vertrauen. All das ist jetzt schon da, also wenn ihr den Plot erkennt, du musst nichts machen, ich schenke dir alles. Wo wir dem Plot begegnen, ist höchste Gefahr. Und das Allerwichtigste, und das ist das, was ich heute sagen möchte, worauf die Gralstour hinausläuft. Die Gralstour hat im Zeichen nicht nur den Kelch, sondern der Kelch wird gebildet aus zwei Menschengesichtern, die sich anblicken. Und dadurch, dass sie sich anblicken, in der rechten Weise begegnen, das ist das Parsifal-Motiv, dadurch erstrahlt der Gral. Der neue Gral, der entsteht immer da, wo zwei oder drei Menschen in seinem Namen, in der rechten Gesinnung, in der rechten Haltung zueinander, in der rechten Erkenntnishaltung auch, wo sie beisammen sind. Deshalb habe ich das Logo gewählt und ich weiß, dass die Problematik, von der ich spreche, den allermeisten Menschen noch nicht einmal bewusst ist und das meine ich nicht böse. Ich sehe es einfach als eine der großen Wirkungen Ahrimans, dass er uns über alles Mögliche täuscht. Dass er uns, was er uns an Aufgaben gibt, was wir glauben, was heute zu tun sei, dass wir irgendwie dann bei Telegram dann immer rumzocken. Aber einmal am Tag eine der Nebenübungen zu machen, nein, dafür ist keine Zeit.
einmal zuhören und sagen, also gut, mein lieber Thomas Christian, zum Beispiel, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du also jetzt gerade in diesem Video das und das gesagt. Und dann kann ich dazu Stellung nehmen, also jetzt hier oder wer auch immer miteinander spricht und dann sagen, nein, das habe ich nicht gesagt. Gesagt habe ich das und das. Oh, das habe ich jetzt dann wohl mit dem falschen Ohr gehört. Richtig. Und so weiter. Das sind Übungen, auf die werden wir eingehen. Aber dass jeder Mensch immer mehr in seine Welt hineinkommt und nur glaubt zu hören, nur glaubt zu sehen, insbesondere was den anderen Menschen und seine Innenwelt anbelangt, das ist die allergrößte Gefahr. Dass wir irgendwas klitzekleines zum Anstoß nehmen und zu sagen, ach, der andere ist so einer. Wir haben doch nicht überprüft, habe ich richtig gehört, habe ich den anderen richtig verstanden, bin ich denn selber, habe ich meine Hausaufgaben gemacht in Geduld, in Vertrauen, in Liebe und in Hoffnung. Nein, wir nehmen eine Klitzekleinigkeit, um zu sagen, ja, der andere ist so einer, jetzt, da darf dann dieser Abgrund sich zwischen uns beiden öffnen, mit dem habe ich nichts mehr zu tun, ich lösche ihn aus dem Telefonverzeichnis, das war's. Und schon lacht sich Ahriman tot. Und das zum Beispiel, das sind Dinge, die habe ich das Erwachen der Lämmer weitlich beleuchtet. Dass wir in voller Überzeugung, dass wir jetzt Recht haben, wir haben es ihm richtig gegeben und so weiter. Ja, genau, der hat jetzt das und das gesagt und ich war jetzt voll im Recht, ihm jetzt die volle Breitseite zu geben, den anderen zu sagen, hier, den grenzen wir aus, der ist so und so, das ist ein was auch immer, Verschwörer, egal welche Seite ihr nehmt. Und nicht an sich zu bemerken, dass man dadurch unheiligste soziale Prozesse in Gang setzt, weil man zum Beispiel eine falsche Rede in die Welt gebracht hat, dass das hochspirituelle Menschen selbst nicht sehen, habe ich in den letzten Monaten zu meinem ganz großen Herzschmerz erleben müssen. Ich rede also von etwas. Ich sage es zum Abschluss noch einmal, von denen die meisten Menschen nicht wirklich wahrnehmen, welche große Tragweite es hat. Und alles hat damit zu tun, dieses zu schnell Glauben zu wissen, was jemand wirklich meint zum Beispiel. Irrtümer über das, was wirklich ist. Wo es zu leicht ist, wo es sich zu leicht ergibt, auch die Meinung oder der Glaube, wer die Welt jetzt retten wird, mit welchen Mitteln. Wo das zu leicht ist, wo die Heilung zu leicht ist, wo die Hellsichtigkeit, das Geld, das dann vielleicht geboten wird, ja, der Geldsegen, der von irgendwoher kommt, wenn das zu leicht ist, die Lösung zu leicht ist der gesellschaftlichen Krise, wir brauchen hier nur das und das, wenn wir nicht durch eine tiefe Erschütterung durchgehen müssen, dass wir es als zutiefst bedeutsam empfinden in dieser europäischen, auch historischen Landschaft, die ich euch jetzt nach und nach zeichne. Wenn wir das nicht sehen, wenn wir diese Landschaft nicht bilden, uns nicht in ihr verorten, während wir irgendwas sagen, denken, tun, so, dann läuft was schief. Ja, ich glaube, es genügt. Ich glaube, es genügt. Ich bin mit euch an einen Ort gefahren, an dem Menschen um das wahre Christentum gerungen haben. Überhaupt etwas gerungen haben. Wo Menschen dann, ob die Lehre nun richtig war oder nicht, wo die ganze Staatsmacht kam. Und das hat auch damals schon mit dem arimanischen Impuls zu tun von 1332, das sind 666 mal 2. Also in Philipp dem Schönen, der hat dann diesem Ganzen den Templerorden und vorher eben war das die gleiche Strömung eben mit schwarzer Magie, diesen Katharern hier, Albigensern und so weiter, den Garaus gemacht und sie dann auf den Scheiterhaufen verbrannt. Und wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und wir haben heute eine neue Chance. Eine neue Chance, das Ganze, ja, vielleicht diesmal zu schaffen. Das ist ungefähr klar. Ich wollte das Ganze einhüllen in einen Mantel, in ein Gewand, in eine Kugel, unterfüttern. Alles Weitere, was ab jetzt zu sagen sein wird, im Rahmen des Sagenhaften über Parsifal,
über spirituelle Impulse und Strömungen, die sich durch die Jahrhunderte hindurchziehen, auftauchen, wieder verebben und jetzt in diesen Zeiten eine Kulmination erreichen. Jetzt ist höchste Wachsamkeit. Und jetzt gilt es, sich zu erinnern, wer bin ich? Sofern einer dieser ganzen Strömung angehört. Es gibt auch andere Menschen. Und um die Frage, wer bin ich, zu beantworten, fahre ich durch die Lande, zeige euch bisher durch Spanien die Vergangenheit, das Magischwerden. Wir kommen immer mehr zur Jetztzeit, nähern uns dann Deutschland, eben der deutschen Aufgabe insbesondere, und dann eben den slawischen Völkern, dem Geist, der da drüben lebt, an denen das Ganze übergeben werden möchte. Dass diese ganze große Landschaft wie ein Saal mit lauter Wandbildern, den werden wir auf der Gralstour malen, in eurem Geiste, in euren Seelen, idealerweise auch in euren Zimmern, an den Wänden mit Zetteln, mit Landkarten und so weiter. Arbeitet bitte mit. Und dann, umgeben in diesem Saal nach 2 Stunden Andacht, werden wir uns die Frage nochmal stellen. Wer bin ich? Wo bin ich hier gelandet? Und was ist meine Aufgabe jetzt in der Zeit? Und dann können wir uns durchdrungen und dann können wir vielleicht durchdrungen werden von, oder sind wir bereit, die Antwort zu empfangen? Euer Thomas Christian. Bis bald. Sehr bald. Tschüss. Zum Abschluss noch ein paar Bilder. Von dieser Seite des Bergrückens bin ich extra mal raufgeklettert, also rübergelaufen. Schaut mal, wie es da runter geht. Da ist das Dörflein. Eine wunderschöne Gegend. Und fühlt sich so ganz anders, auch durch das Grün natürlich, die Fruchtbarkeit, so ganz anders an als Spanien. Echt erstaunlich. Und hier die weiten Frankenlande, damals Okzitanien. Ja, ist schon erstaunlich, wie das so wechselt über die Jahrhunderte, teilweise Jahrzehnte. Dann kommt dann irgendeiner her und pinselt einen neuen Namen drüber und schon weiß keiner mehr, wo er eigentlich ist. Und welche Tradition dieses Land verpflichtet ist oder sich verpflichtet hat. Mit Sicherheit bedeutsam, dass es hier auch so ein hochaufragender Fels ist. Vielleicht auch wieder Mutterbaum, wer weiß das schon. Es muss einen Grund haben, finde ich, dass man genau eben obendrauf siedelt. Drüben könnte ich jetzt auch schön sitzen. Bei einem Heidelbeer-Milchshake. Und einem leckeren Kaffee, Kuchen. Ja, ob die Katara hier oben wohl auch Kuchen gebacken haben?